Wie viel Kacke ist hier bitte? Wir kacken ja immer weiter, wie geil! Romata, heute kommst du in den Käfig, ne? Wir werden Romata heute hinrichten. Friss die Scheiße! Schluck die Scheiße runter! Nein! Hier steht's: Achtung, ein aktueller Magen-Darm-Virus sorgt für fäkalische Ausmaße. In real life oder im Game? Nee, der steht hier im Game. Ich habe euch eingeladen. Oh nein, das ist nicht gut. Dann ich hab gekackt. Ich bin noch gar nicht online, ich bin noch am Installieren. Ja, Henki, super Ding, wie du dich vorbereitet hast. Ne? Ja, Alter, guck dir das mal an, was bei Max abgeht. Wie viel Kacke ist hier mit Max? Wo? Guck doch mal hier bei deinem Schwein. Ja, das habe ich gemacht. Das ist, was ist das jetzt hier mit dem, was ist hier mit dem Kack, Alter? Ja, keine Ahnung, hier ist überall Kacke. Wo? Haben wir zu viel Kacke im Lager? Das könnte von mir kommen. Alter, Was meinst du, Kevin, wo denn? Hier ist überall, ja, guck doch bei den Dinos und so. Wie viele Haufen da liegen. Haben wir haben Ebola, Problem. Alter? Hab ich noch nie gehabt. Ach so, die sind alle, die haben alle Magen-Darm und sind jetzt nur noch am Schnitzen, alle? Ja. Ich dachte, das wäre schon... Alter, ist das viel Scheiße. Alter, ist das... Das hat G-Time Safe eingestellt. Nein, das kann ich nicht einstellen. Die kacken ja immer weiter. Dafür stimmt dieser dumme Dodo jetzt hier. Also geht sozusagen eine Krankheit um. Worauf muss man da achten? Kann ich die auch haben? Wir müssen einfach nur genügend essen, glaube ich. Die kacken ja immer weiter, wie geil. Und die essen gar nichts. Wie können die denn so viel Scheißen? Leute, was jetzt mal. Hallo, was machen wir jetzt mit der Was machen wir mit der ganzen Scheiße? Was? Das ist meine Rede. Was machen wir mit der ganzen Scheiße? Die verarbeiten wir zu Dünger. Wir müssen Komposter bauen. Ja, noch mehr Komposter brauchen also wir. Also das Erste, was du jetzt am besten machst, Max, ist, du nimmst die ganzen Narkobären, packst sie in den linken Mörser und machst ganz viel Narkotik erstmal. Weil das wird jetzt richtig XP bringen. Ja, Redi, dann lass uns heute die Basis zusammenbauen. Dann farm ich mit dir die Ressourcen und so, ja? Und dann bauen wir die. Alter, ich will eine Gun. Ich will eine Waffe. Ich will shooten auf Enemies. Übrigens, PvP ist mittlerweile an, ne? Also ihr müsst wieso das denn? Ja, damit ihr verknochen könnt. Alter, ich baue einen Holzkäfig. Wo sind meine Trommeln? Die sind in dem Lagerregal, weil ich habe den ganzen Boden aus Holz gemacht gestern noch. Ein Grabstein für Romatra. Ja, wir bauen später einen Holzkäfig. Wenn Romatra kommt, wird direkt weggesperrt, Leute. Der eklige. Alter, warum? Das hast du auf safe eingestellt, G-Time. Nein, ich hab das nicht eingestellt. Junge, die sind nur am Schießen. Ich kann so Schießen gar nicht einsammeln, wie die am Schießen sind. Das ist zu viel. So viel kann ich nicht handeln. Wir brauchen ungefähr 40.000 Komposter, so viel wie die Viecher hier schießen. Ja, die werden sich bestimmt irgendwann einkriegen. Nein, wieso lachst du? Du hast einfach damit zu tun. Romatra, heute kommst du in den Käfig, ne? Also bei mir im Video haben sich heute die Leute schon beschwert, wir sollen aufhören, Romatra so heftig zu morden. Romatra, ja, kommt das nicht. Heute in den Käfig. Die sehen den Stream zuerst mal und verstehen den Stream nicht. Der ist ja viel tiefer. Ja, Romatra, ja, dann finden wir Max, du weißt, dass der von uns allen ist, der Dino, ne? Nach wie vor. Welcher Dino? Ja, den wir gestern gerade gezähmt haben, wo ich die ganzen Dinger zugebaut habe. Wo ich eine Stunde mit ihm chillen musste. Ja, wo ich aber auch der gebaut habe und alles, Alter. Du kannst jetzt nicht sagen, das ist nur meiner. Wir machen das zusammen. Das ist ein Mietwagen für alles. Carsharing hier. Nee, Carsharing, das kam erst ein paar Millionen Jahre später. Das ist ohne Carsharing mit Dinos. Ich brauche unbedingt Samen. Und wann kann ich ein Feld aufsteigen? Gar nicht. Wie lösen wir unser Essenproblem allgemein? Gar nicht. Wir haben ja kein Essenproblem, oder? Haben wir nicht? Ich bin ganz ehrlich zu euch, ich esse die ganze Zeit den Ark nur Fleisch. Weil ich bin in der Steinzeit und ich bin in Real Life Vegetarier und da dachte ich mir, wenigstens hier grind ich mal rein. Punkt. Ich wollte da gerade den Vorschlag bringen, dass wir hier nur Mais essen und Kartoffeln. Alter, das kannst du im Real Life machen. Das mache ich die ganze Zeit schon, das ist richtig Scheiße. Ich will jetzt mich hier als wildes Tier fühlen. Ich bin Steinzeitmensch, ich werde auch später Romatra in den Käfig einsperren und ihn vollpissen. Nichts gegen dich, Romatra, wirklich nicht. Du freust dich auch ein bisschen, habe ich gerade gehört. Du fandst auch ein bisschen geil, sei ehrlich. Ich möchte irgendeinen Dino zähmen, der rund um die Uhr für mich arbeitet. So ein richtiges Arbeitsgerät. Ja, so ein Dödi Cirrus oder wie die heißen, die machen das. Was kann der? Der kann Stein abbauen. Davon werden wir haufenweise brauchen, wenn wir unsere Basis auf Stein bauen wollen. Sollen wir nicht zusammen den Biber holen, Kevin? Könnten wir machen, ja. Wir könnten jetzt einen Biber zähmen. Da komme ich mit. Nein, das ist jetzt eine Sache von Kevin und mir. Du gehst weiter Kacke schaufeln. Ich eskortiere euch nur, falls ihr von Raptoren angegriffen werdet. Du gehst weiter AA schaufeln. Ich habe alles voll geschaufelt. Ich mach die ganze Zeit Kacke. Boah, schon wieder eklig. Deine Schweine, da liegt schon wieder alles. Der ist nur am Sch**ten. Ey, Kevin, ein Fallschirm, ist das geil? Den brauchen wir erstmal nicht. Nein. Wandhaltung für Trophäen? Nee, ne? Erstmal hat mir gefallen. Nee, die brauchen wir auch erstmal nicht. Hier ist ein Biberdamm. Soll ich den kaputt machen? Warte mal, wo ist der Biberdamm denn? Ja, bei mir hier vorne. Ich nehme das ganze Holz heraus, weil ich craft damit. Zusammengefallen, das Mistding. Mir doch egal. Oh, oh. Nicht, wenn der jetzt kommt, mich umbringt, der Biber. Ist er dann sauer, wenn ich es kaputt mache? Nee, ne? Nee, nee. Kevin, der kommt! Was denn? Der Biber kommt! Ja, der ist hier vorne. Ich bin tot. Danke. Ich sehe keinen Biber. 32er Level. Der ist low, 32. Bro, wieso lügst du mich denn an? Du sagst, das macht keinen Unterschied. Der ist nicht sauer. Jetzt kommt der hin und macht mich kaputt. Lügen, Kevin. Eins in den Chat, wenn asozial. Revi, ich frag dich jetzt mal was. Ich frag dich jetzt einfach mal eine rein logische Frage, ja? Ja. Wenn jemand in Craft Attack hingeht und dein Haus kaputt macht, bist du dann glücklich darüber? Was soll das jetzt?
Ich frag dich einfach mal. Nee, was die Frage jetzt wenn soll. Wenn jemand dein Haus kaputt machen würde, wärst du da glücklich drüber? Nee, ich verstehe die Frage jetzt nicht ganz. Du machst von dem Biber das Haus kaputt. Denkst du, der lässt das auf sich sitzen? Alter, ich spiel das Spiel echt extrem gut und fortschrittlich. Also ich muss mir auf jeden Fall auch irgendwas Geiles zähmen, Alter. Kann man Menschen zähmen, eine Frau oder so fürs Dorf? Nein, sowas geht nicht. Kannst wieso habt ihr eigentlich das Schild abgerissen, wo drauf steht, Romatra ist hier nicht erlaubt? Weil wir müssen Platz haben, Reh, wir müssen die Basis dort bauen. Alter, so Mann. Du kannst nachher das Schild, kannst du das direkt über die Tür der Basis hängen, ist doch viel cooler, oder? Ist okay, Romatra, oder? Perfekt, haben wir geklärt. Aber das ist doch nicht normal hier mit der Tut mir einen Gefallen. Wann kriege ich die mittleren Anbauflächen, frage ich dich jetzt nochmal. Was ist der nächste Step? Ich bin hier der Landwirt, was ist der nächste Step? Also ich würde jetzt erstmal empfehlen... Finde ich sehr unangenehm, Max, dass du immer betonst, dass du der Landwirt bist. Finde ich sehr unangenehm. Ja, aber das ist das Geile. Ich sag mal, kannst du mir nochmal sagen, wie krass ich bitte hier, wie ich in dem Game bitte perform? Max, ja, ist schon sehr gut hier. Ich hab das mit Ark noch nicht ganz verstanden, dass das ja auch so ein bisschen mit Aliens und so ist, ne? Genau. Das check ich nicht, verstehst du? Das kommt aber immer mehr in den DLCs zur Geltung noch. Also jetzt auch schon bei uns, wenn wir auf Tech gehen und so, aber in den DLCs kommt das noch mehr zur Geltung. Es gibt auch eine richtige Storyline, wenn du diese Explorer Notes einsammelst, da stehen Sachen drin und alles. Das ist mir jetzt zu viel. Also Stegi ist draufgegangen, mein Stegosaurus. Ich werde jetzt versuchen, eine 9 zu zählen. Ich war Bärenfarm und da war ein Triceratops daneben und ich dachte, ich bin weit genug weg. Dann packt der Stegosaurus seinen richtig dicken Schweif aus, hackt einmal an die Bären und trifft den so ganz leicht mit und dann wollte ich weglaufen. Und dann war es vorbei und dann war ich praktisch eingekesselt und wurde weggehäckselt. Also hast du jetzt eine Stunde Spielfortschritt verloren sozusagen. Von gestern, mehr, genau. Das passiert. So easy ist das. Das ist auch gut, wenn man einfach mal Fehler eingestehen kann. Revi würde jetzt die ganze Zeit würde immer noch schreien, übrigens, auch noch 15 Minuten später, wie verbuggt das Game ist und dass er alle Publisher töten möchte. Revi? Richtig. Ja, hast du recht. Für mich sind irgendwie alle Dinos männlich. Ist das schon wieder sexistisch? Darf man sowas sagen? Da stellst du doch nicht große Frage, ob das Männchen oder Weibchen ist. Man denkt irgendwie automatisch, das ist ein Männchen. Weißt du, was ich meine? Nee. Oder? Du hast deinen Akkus. Oh, sorry. Komm, Romatra, let's go. Wollen wir nochmal in die Höhle gehen, mit der ich letztens war? Und das nee, ist das machen wir später. Ja, lass mal. Du hast eine Armbrust, ich hab eine Armbrust. Wir haben beide geile Brüste. Komm, Romatra, lass handen gehen, Alter. Auf Action-Basis. Hast du Bolas? Guck mal, so eine brauchst du. Ich hab eine Bola, hab ich glaube ich dabei, ja? Eine. Genau, das ist perfekt. Weil die dürfen wir nicht, wenn wir einen Raptor sehen und einer von uns wirft die Bola daneben, sind wir tot. Wir sollten uns wahrscheinlich anspringen lassen. Einer muss sich anspringen lassen von dem Raptor, der andere wirft ihn dann mit der Bola ab. Weißt du, wie ich meine? Ich will mich nicht anspringen lassen. Alter, Romatra, doch nicht auf mich, du Idiot! Dann siehst du, Spark, du siehst dann, wie viel, zum Beispiel, wenn du den jetzt mit Mejo-Bären füttern würdest. Ich will da tot, hör mal auf, du Idiot! Oh, dann siehst du, wie viel der braucht, wie lange das dauert, und dann siehst du da drunter zum Beispiel, wie viel Narko-Bären der bräuchte. Hier runter. Ah, nein! Das macht den Druck wieder. Spark, was ist? Kann ich machen. Okay, ich stell deinem Dino am besten irgendwo weiter was weg. Ich pull den schon mal, ich zieh den in Richtung unseres Lagers, ne? Ja, warte mal, hier war gerade irgend so ein böses Tier, aber es ist schon weg, hab ich weggestochen. Alter, Romatra, wo läufst du mit mir hin? Welches Level ist denn dir? Gegner! Der Trike hier, der ist Level 100, ich glaube, das ist ein Männchen sogar. Und der Raptor? Du meinst der Freddy Krueger, da? Ich hab ihn gebolert, der bewegt sich nicht mehr, der eine Hand. So, soll ich schon betäuben? Gut. Hab einen. Deines Sound. Oh, der andere. Vorsicht, lauf einfach nur weg von ihm. Strong, Alter, strong. Strike schaffen. Der ist der die 8, den hol ich mir. Alter, Abenteuer hin, Summel! Ich hab ihn, oh mein Gott. Ich hab meine Waffe fallen lassen. Ja, ich weiß nicht, wo die ist, Romatra. Ich hab meine Armbrust verloren. Die muss hier irgendwo liegen. Ja, Romatra, das war's. Nee, das kann doch nicht jetzt schon aufhören, das Abenteuer. Meine Armbrust ist weg, Alter. Vom Revier. Ey, der hat das geklaut. Der tut deine Armbrust, wenn der dich angreift, der Vogel, dann tut er dir die Armbrust aus der Hand ziehen. Ja, dann droppt er die auf den Boden. Der lässt sie nur fallen. Da, wo du sie verloren hast, da liegt sie. Ja, Romatra, aber wie soll ich dich im Dschungel finden? Erklär's mir. Wir holzen jeden Baum und jeden Stein ab. Okay. Das ist unsere Aufgabe. Wir können ja jeden Baum einfach abhauen. Romatra hat sie, schreiben alle. Gib die Armbrust, du hast noch eine im Inventar übrig. Ich hab keine Armbrust im Inventar. Hab ich wirklich nicht. Alle haben geschrieben, Romatra hat sie. Ja, aber die Leute sind halt, also tut mir leid. Also, wenn ich muss dich im Dschungel umbringen, kriegst Bola. Du bist ja halb so wild. Leute, Romatra will mich hier bald umbringen, Alter. Ich habe jetzt hier alles entfernt. Du musst doch hier irgendwo deine Armbrust rumliegen haben. Romatra, alle sagen, du hast die, Alter. Ich habe sie nicht. Wenn jetzt nichts kommt und uns aufbisst, leben wir. Romatra, warum hast du meine Armbrust? Ich gehe nie wieder mit dir in den Wald. Das war so eine Scheiße, Alter. Ich habe deine Armbrust nicht, Revi. Das war ja eine katastrophale Mission. Alter, ich mach nie wieder was mit Romatra. Der hat meine Armbrust geklaut und mich im Wald fast umgebracht. Geil. Nee, gar nicht geil, Max. Ey, ich mach nie wieder was mit Romatra. Ich gehe aber jetzt nur noch mit G-Time. Hab ich dir gesagt. Alle schreiben auch Romatra 2 Armbrust. Ja, toll. Wie kann man so dumm sein?
Martha hat lediglich ein Ziel. Oh, Martha, wir treffen uns ja an der Lichtung. Also treffen wir uns doch wieder. Ich bin auch an der Lichtung. Ich bin bei deiner Brücke. Bro, ich weiß nicht, wo die Brücke ist. Wir gehen jetzt dahin, wo wir eben waren. Okay, dahin, wo wir eben waren. Da bin ich jetzt auch gleich. Alter, Romatra, wirklich. So, ich bin jetzt hier wieder bei der Lichtung, Romatra. Wo bist du? Ich auch. Ich mache mir eine neue, Alter. Mir reicht's. Und dann gehe ich zurück. Romatra? Ja, ist hier drin. Du kriegst jetzt deine Strafe. Komm mit. Nein, ich krieg keine Strafe. Doch, du hast meine. Nein. Du hast meine Armbrust gestohlen. Ich habe deine Armbrust nicht gestohlen. Du hast meine Armbrust gestohlen. Ich komm und töte dich. Und hier ist eine Spitzhacke. Alles, was du hast. Und dann kannst du sagen, ich hab dein Zeug genommen. Kann ich die Axt da mitnehmen? Du hast die Armbrust geklaut. Ich habe die Armbrust nicht geklaut. Ich habe deine Armbrust nicht angefasst. Warum machst du das denn? Du hast doch schon eine. Ja, ich habe sie ja auch nicht. Ich habe sie auch nicht gemacht. Der Grund, warum ich es nicht mache, ist, weil ich es nicht gemacht habe. Nein, du hast es getan, weil der Chat es sagt. Okay, mein Chat sagt, Revi ist extrem nervig. Haben die nicht geschrieben, das stimmt nicht. Doch, what the fuck, Revi ist so nervig. Wow, Revi, wieso spielt ihr mit Revi? Der ganze Chat ist voll damit. Das stimmt nicht. Ich schau gerade deinen Stream, da steht gar nichts davon. Das steht nicht. Romatra, komm in die Base, einmal in den Holzkäfig rein. Nee, ich bin in der Lichtung. Ich mach jetzt das, was wir zusammen machen wollten, weil ich gedacht habe, okay, cool, wir machen das jetzt zusammen. Oder nein, alleine? Du hast zwei Armbrüste, schreiben alle. Armbrüste. So, Romatra, wenn du zurückkommst, geht's in den Käfig. Romatra. Okay. Oh, sogar schneller. So peinlich, Romatra. Du kommst in den Käfig, wenn du zurück bist, ne? Wäre ich dafür auch, ja. Ich hab dir einen Käfig gebaut, Romatra. Ich werde dich abschlachten. Du kommst in den Käfig. Ganz ernst. Ja, aber als erstes werde ich dich abschlachten. Nein, du musst in den Käfig rein. Ich werde meine Axt so tief in dein Auge stecken, dass es wieder hinten zu deinem Kopf wieder rausplatzt. Das werde ich machen. Okay, aber wie willst du es machen? Du kommst in den Käfig. Das sehen wir dann, wie ich das mache. Bark, deine Meinung dazu? Ich hab gar nicht zugehört. Wir werden Romatra heute hinrichten. Wie wolltest du nicht die Basis von uns ausbauen? Was mache ich denn gerade? Ich baue gerade Steinwände für eine Basis. Trimax, yep. Ich engagiere dich als Auftragskiller. Abgelehnt. Du musst mit deinem Stopp. Ich bin der Landwirt. Guck mal hier, was ich gebaut habe. Komm mal her. Guck mal hier. Das Stärkste sind tatsächlich. Und rein. Komm, geh da rein. Die Narkobären. Da hast du 128 nur. Das ist schlecht. Du hast er musste auch die ganze Zeit scheißen. Da ging nichts. Ich war schnell für meine Verhältnisse. So, Romatra. Wer bringt hier wen um, ne? Brauche ich nicht. Wie viel Gewicht hatten wir? Inventar öffnen und alles mein Loot. So, und jetzt bring ich deinen Affen noch um, Romatra. Oder wollen wir es jetzt anders klären? Ich hab dich jetzt umgebracht, Romatra. Was willst du von mir? Greif mich nicht an. Geh ins Gefängnis rein jetzt. Was willst du von mir? Ich hab's dir gesagt, du sollst aufhören, Romatra. Das ist in Ordnung. Ich hab mehr als nur ein Leben. Romatra. Nein, Leute, wir bringen den Affen jetzt nicht um. Romatra hat seine Lektion, glaube ich, gelernt. Hoffe ich doch. In welche Kiste? Romatra, ich bring auch deinen Dino um. Ist mir alles egal. Oh Leute, nein, das gibt's Fälle. Jetzt hat mir so ein Vogel alles an Narkosemittel geklaut. Alles. Ich hab den ja gar nicht unter Kontrolle. Scheiße, das ist gar nicht so einfach. Guck ihn dir an. Halbe Stunde 67 Narkosemittel gefarmt und was ist? Kommt ein Drecksvogel und klaut mir das Zeug. Oh Martha, du bist zu easy. Was? Guck mal, ich geb dir jetzt dein Stuff wieder, okay? Mhm. Aber dann gehst du einmal kurz ins Gefängnis. Nein. Das werde ich jetzt so lange machen, bis du tot bist. Romatra, das geht doch nicht. Du kannst doch nicht schon wieder dann. Wir haben dann irgendwie zwei Wochen gespielt und man fragt, was hat Romatra gemacht und dann. Was hat denn Revi bis jetzt gemacht? Ich baue die ganze Base, die ganze Zeit. Ich will hier produzieren. Ich bin der Captain und baue die Base. Nee, komm, Romatra, das reicht jetzt, okay? Nein, das reicht nicht. Kevin, sag mal bitte, Romatra soll aufhören. Romatra muss echt aufhören. Romatra, du bist zu weit gegangen. Ich hab unseren Dino einmal gehauen, Max. Ja, der möchte noch eine. Dein eigener Dino hat dich umgebracht. Dein Hund hat keinen Respekt vor dir. Scheiße. Max, kannst du mir von dem Narkotik was geben? Aber Romatra, wir fahren gerade ordentlich Fleisch mit dir, das ist gut. Ja, wie gesagt, dein Narkosemittel die ganze Zeit. Ich wollte mich. Ja, Max, der Saft ist schiefgelaufen. Ui. Romatra, du bist so ein Opfer. Hast du denn schon einen Stegel rausgesucht, den du ziehst? Geh doch jetzt einmal bitte kurz in den Käfig, Romatra. Ich werde nicht in diesen Käfig gehen, nein. Geh doch in den Käfig. Nein, werde ich nicht. So, Romatra, guck, mehr erwarte ich nicht von dir. Ich wieder mehr Narkose. Ja, kann ich machen. Ja, ich mach dir noch gleich mal ein bisschen was an für dich. Yeet! Einmal in den Käfig rein. Da bist du. Einmal in den Käfig rein. Yeet! Romatra! Komm, Max. Ja, zusammen. Ja! What? Geil, komm mal. Geh doch einmal in den Käfig, Romatra. Ich will nicht in den Käfig. Nein, will ich nicht. Geh ich einmal in den Käfig? Ja, ich geh in den Käfig, komm. Was soll man dann eine YouTube-Verlinkung am Ende? Ja, okay, zählt. Aber nur bei Revi. Nur bei Revi. Romatra, hast du den Käfig gekackt? Er hat den Käfig gekackt, Mann. Wir meinten noch, das ist ein Nigelnagel neuer Käfig, der soll richtig schön sauber bleiben. Okay, warte, ich komme jetzt dahin. Dann nimmst du die Kacke und frisst die, okay?
Nein. Doch, du, das ist Teil der Strafe. Komm, die AAS nochmal, bitte. 50 Sekunden. Wie willst du Friss die bitte. Die Scheiße fressen. In 50 Sekunden werde ich hier rausgehen. Friss die Scheiße. Du musst mich nicht schon wieder entledigen, steht bitte. Hier. Erleichtern. Warte, ich komm rein, ich kacke. Warte, ich versuche dir mal zu helfen. Wir kacken bei dir rein. So, da ist doch Kacke, nimm die. 20 Sekunden hast du noch. Nimm doch die Kacke da unten, die da am Boden liegt, jetzt in den Mund. 20 Sekunden, ist das dein Content? Ja, friss die Scheiße jetzt. Friss die Scheiße, schluck die Scheiße runter. Nein, so, 7, 6, 5, 1, geht. Ich hab dir mit so viel einer ungeheuren Wucht meinen Speer ins Gesicht geworfen, Junge. Also ohne Witz, ne? Ich hab den Speer so aufgeladen, der ist durch deinen Kopf und auf hinter deinem Kopf wieder raus. So ein 2 Meter langer Speer. So toll hab ich den geworfen, Junge. Es war richtig geiles PvP, oder Romatra? Hat Spaß gemacht.